Ja, sonst habe ich auch von Red Sea den Fließfilter habe ich drin. Ja, sollen wir mal? Ja. Da gehen wir dann gleich mal nochmal genau durch. Das ist übersichtlich. Ja. Das ist richtig übersichtlich. Also du hast den Fließfilter drin, da hast du mir damals schon erzählt, dass du damit ziemlich gut zurechtkommst. Ja, der ist super. Super easy alles. Also ich bin ja auch immer ein Freund davon, dass es möglichst einfach sein soll. Auch so, ne? Von der Technik, dass ich das auch verstehe und nicht ständig meinen Bruder anrufen muss. Der mir wieder macht er natürlich gerne, aber... Oder die Dani. Jetzt ist er natürlich ein bisschen weiter weg. Ja, ne? Vorher war es einfacher. Ja, genau. Ja, dann hast du den... Dann habe ich vom Sven netterweise, leihweise auch den... Ab und schon mal den Super Royal Exklusiv. Mhm. Ist das der Double Porn? Weiß ich jetzt nicht. Müsste ich ihn mal fragen. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich blende es mal kurz ein, wenn einer von euch das weiß. Aber ich kann jetzt Sven noch mal fragen, dann blende ich euch ein, was es ist. Ich habe immer UV laufen, tatsächlich. Die hast du hier oben sitzen. Mhm. Genau. Ja. Und sonst? Das heißt, die geht hier rein. Ach, da oben. Ja, ich habe gerade geguckt wegen der Entlüftung. Mhm. Weil normalerweise müssten die ja immer was schwer unterschiedlich hängen. Aber was ja hier geht es unten rein. Und dann blende ich jetzt nochmal ein, die Gegenseite sitzt tatsächlich oben. Das heißt, dass die Luft, die oben drin ist, halt komplett rausgedrückt wird. Mhm. Schön. Schöne Stelle. Ich habe das Monster hinten bei mir so schräg an der Wand hängen. Ich musste ja mit dem Platz hinkommen. Ne? Ja, das ist... Aber das ist wirklich übersichtlich. Habt ihr für den Flieser den Einbau komplett rausgenommen? Ja, da gibt es tatsächlich auch ein Video zu, wie man das macht. Mhm. Das haben wir uns angeschaut und da war dann auch der Sven so nett. Ich sehe gerade, du hast noch das Original Membranventil da dran. Ja. Das funktioniert? Hast du akustisch kein Problem im Wasserstand? Also ab und zu muss ich ein bisschen justieren, ja, aber... Auch nach einem Neustart, also sprich, wenn du dann mal sauber gemacht hast, also keine Probleme? Tatsächlich, nee, wenig. Also manchmal muss ich dann, wie gesagt, noch mal ein bisschen einstellen. Ja, so und so. Also ich selber hatte damit eigentlich auch recht wenig Probleme. Es gibt aber Leute, die immer sagen, ah, dann ist es wieder so, dann ist es wieder so. Vielleicht liegt es dann auch an den Pumpen. Was hast du hier an Rückförderungen drin? Was ist das für eine Pumpe? Jetzt kommen die technischen Fragen, Entschuldigung. Ja, tut mir leid. Die ist hier, ne? Ja. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ist es eine Jebau. Ich guck gleich mal. Ja. Du hast ja auf der anderen Seite die Controller wahrscheinlich hängen. Ja, stimmt. Daran könnte hilfreich sein. Könnte hilfreich sein. Genau. Dann gehen wir noch mal eine Etage weiter. Hilfe! Ja, es ist alles sehr voll, weil ich wollte ja auch nichts sichtbar haben. Ne? Also, oh, sorry. So. Wir haben da unten einmal, ja, das ist ein Jebau. Mhm. So, dein komplettes System, was du hier drin hast, blende ich dann auch nochmal mit ein. Du hast GHL hier drin, den KH-Director. KH-Director. Die eine zusätzliche Batterie an Pumpen für das Grundsystem. Genau, die Pumpen mit dem Slave, ne, diese. Mhm. Also es sind insgesamt 8 Dosierpumpen dann. Ja, okay, 3 werden, glaube ich, für den KH-Director gebraucht, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Dann hast du ja noch 5 Stück frei, aber so viel brauchst du, glaube ich, nicht, ne? 1, 2, 3, 4, doch 5. Weil für das Sangokai habe ich ja... Ich komme nicht vom Sangokai, ich weiß es nicht, Entschuldigung. Also Sangokai braucht schon 5, ne? Ja, dann passt es doch. Weil ich auch keine Kombilösung aus diesem einen mache. Mhm. Es gibt da 1 und 2 und dann... Aber ist ja auch... Ja. Genau. Aber mal abgesehen, dass es halt GHL ist, ist es wirklich, ich sage es mal, im Endeffekt wirklich simpel aufgebaut. Ja, und mittlerweile komme ich auch selber super damit zurecht. Es war anfangs etwas schwierig. Man denkt immer, es ist sehr kompliziert, aber wenn man sich dann doch so ein bisschen da befasst, dann ist nicht ganz Plug and Play. Also man muss da schon so ein kleines bisschen sich reinarbeiten. Aber und ich habe natürlich auch immer noch mal irgendwas, aber dann nerve ich halt alle mit meinen Fragen. Daniel. Nicht weiter schlimm. Bloß bei GRL kann ich dir nicht helfen. Ja gut, da ist dann der Sven der Ansprechende. Dann ist er dann der Leidtragende, aber auch nicht weiter schlimm. Ich glaube, der hilft da gern. Genau, ja. Ja, kommen wir mal so ein kleines bisschen zum Fischbesatz und zu dem, was hier sonst noch so im Becken ist. Mhm. Also Fische habe ich gesehen, du hast einen Fuchs. Genau. Den ganz normalen, ne?
Dann haben wir einen Dock hier drin rumschwimmen. Wunderschönen Kaiser. Ich kenne ihn jetzt gerade nicht vom Namen her. Ich glaube, der nennt sich Vielfarben-Kaiserfisch oder so. Ich werde es googeln und unten drunter schreiben. Genau, der ist sehr hübsch. Mhm, also den wollte ich auch unbedingt haben. Ja. Dann habe ich Reef Safe, also geht nicht an die Korallen dran oder so. Also meine beiden Kaiserfische gar nicht, beide nicht. Weder der Flammenkaiser. Der den hast du auch noch drin? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Der ist jetzt gerade... Ach, hier hinten ist der Lori. Ja. Ja, der ist ja an der Rückwand am Picken. Schön. Also der macht bei mir gar nichts. Die sind ganz deep. Die habe ich auch von Anfang an, also ich habe Reefer gestartet und hatte die beiden zusammen, habe ich sie gekauft. Die waren auch zusammen. Das ist schon mal sehr gut. In dem Becken. Ne? Und ja, habe sie zusammen eingesetzt und bisher, ja, das ist jetzt fast 3 Jahre her, ja, leben die hier. Ganz friedlich zusammen und gehen irgendwo dran und sind ganz anständig. Dann hast du pauschal gesagt, richtig schön Glück mit beiden, dass also keiner an die Korallen dran geht. Ja. Und ich hab das ja damals, habe ich mit dem Lori auch mehrere Versuche gebraucht, bis ich dann einen hatte, der sich dann wirklich gehalten hat und der auch nicht an die Korallen dran gegangen ist. Das war noch so die Zeit, jetzt muss ich wirklich von damals reden, so 10, 15 Jahre her, da gab es ja noch die Giftfänge. Das hast du dem Fisch nicht angesehen. Ach, okay. Der ist beim Händler ganz normal geschwommen, hat ganz normal gefressen. Jo, super. Mhm. Nimmst du mit, setzt ihn ein, alles wunderbar. Und irgendwann, nach einer Zeit X, ist der Fisch einfach tot. Oh nein. Das war echt nicht schön, aber das gibt es heute nicht mehr. Also diese Fangmethoden, die sind mittlerweile nicht mehr so... eigentlich gar nicht mehr verbreitet. Ja, dann habe ich gesehen, hast du noch ein Antia drin? Das ist der letzte. Ähnlich wie bei mir. Es waren mal 5. Ja, die reduzieren sich mit der Zeit. Die reduzieren sich, die wurden bei mir auch immer blasser. Meiner sieht genauso aus. Der sieht echt, könnte das Spiegelbild davon sein. Dann habe ich gesehen, noch ein Schlafmäntelchen hier hinten. Unterm Frackboard. Ach so, ja, stimmt. Der Pyjama-Kardinal. Der Pyjama, genau. Genau. Ja, das ist auch einer meiner ersten Tiere. Ich hatte mal 2, ist aber nur noch der eine. Ja, der 6-Streifen-Lippfisch, der gerne alles, was neu reinkommt. Okay. Ja? Das, bei dem hab ich tatsächlich gemerkt, also als meiner mehr Fläche gekriegt hat, dann wurde er ruhiger. Also okay. so ein kleines bisschen, der Randaletti auf einem kleinen Raum, muss er sich natürlich behaupten und jeder, der neu dazukommt, ist so ein kleines bisschen die Problematik. Aber wenn er Fläche kriegt, ist der ist bei mir, hat er vorher auch in dem Reefer der Palaver gemacht. Mhm. Und seitdem der in dem Shallow drin ist, das ist eine größere Grundfläche zum Schwimmen und das passt. Dann war Ruhe. Ja, ich habe ein Pärchen, die Zitronengrundel mit dem... Die habe ich noch gar nicht gesehen. Die sind direkt bei dir in der Ecke unter dem Stein. Also hier hinten. Genau, da hinten. Und wenn du so reinguckst, du siehst auch, wie die sich da richtig alles schön verbaut haben. Also auch von hier, die haben da richtig die Ecke für sich eingenommen. Gleich mal gucken, ob man die... Die habe ich auch seit dem großen Reefer drin. Ne? Also die, und war auch wie so eine Love Story, wenn die sich dann finden, weil die habe ich tatsächlich einzeln gekauft. Also nein, ich hatte noch einen Knallkrebs übrig. Aber keine Grundel. Habe die Zitronengrundel dazu gekauft, habe mich gefreut, die haben sich sofort gefunden und auf einmal... Ja, war dann der Knallkrebs weg. Und dann musste ich ja wieder einen Krebs dazu setzen. Aber auch die haben sich dann tatsächlich auch wieder gefunden und sind jetzt seit über 2 Jahren auch ein Paar. Ist auch relativ groß, die Zitronengrundel, ne? Ja, die ist schon richtig gut gewachsen. Schade, dass man sie jetzt im Moment nicht sieht. Aber wir kriegen sie garantiert noch. Ja. Ja, dann hast du für die Bodenbearbeitung, sehe ich gerade hier, grabende Seesterne. Grabende Seesterne. 1 oder 2? 3. 3. Nein. Und die Kinder lieben die auch natürlich. Ne? Seestern ist ganz toll. Und 2 Kniegelfechterschnecken habe ich drin. Die liebe ich. Ich finde die total putzig mit ihrem Staubsaugerrüssel. Ja. Und ich hatte viele Einsiedler, aber ich habe dir ja schon gesagt, ich habe den Verdacht, dass ich da. Wir haben einen Untermieter hier drin, den wir so nicht ins Bild kriegen werden. Eine Rundkrabbe, hast du gesagt. Ja. Welche genau, weißt du nicht. Ne? Nee. Wahrscheinlich nicht. Problematik ist, du hast ja gesagt, du kämpfst auch hier und da schon mit Glasrosen. Mhm. Bist hier vorne schön am Züchten, da haben wir eine schöne große.
Aber es sind tatsächlich nicht so viele, muss man jetzt auch dazu sagen. Ja. Hat es Garnelen eingesetzt und tatsächlich ja. Hast du die Vermutung, dass die Krabbe da dran geht, dass sie halt die jungen Garnelen schnappt. Ja. Weil, also 2x5 habe ich eingesetzt. Mhm. Also und von 10 wurde man Garnelen, müsste ich ja mal irgendwann eine wiedersehen. Und nee, also bisher, ich vermute, die sind alle gesnackt worden. Und warum ist die Krabbe noch nicht draußen? Weil die hat in der Anemonenhöhle lebt und dann, ja. Hatten wir die beim Umzug übersehen? Oder gab es die zu dem Zeitpunkt noch nicht? Ich hatte eigentlich mal gedacht, ich hätte sie rausgesetzt mit der Höhle, weil ich habe dann zwischendurch die Anemonenhöhle runter ins Filterbecken. War mir eigentlich sicher, die war da drin. Ich hatte noch eine zweite Anemonenhöhle, habe die dann eingesetzt mit der Anemone. Und irgendwann saß ich hier abends und denke, was ist das denn? Und dann krabbelt da wirklich bestimmt so ein großes, ja, sieht man nicht. Dunkelbraunes, krebsartiges Wesen über den Sand und hab dann reingeleuchtet und es war eindeutig diese Rundkrabbe. Also entweder ist sie dann doch wieder rausgehuscht und man hat's, ich weiß es nicht, aber gut. Schon krass. Eine Idee wäre jetzt natürlich, könnte mal die Anemone, weil die ist ja in der Höhle hier vorne, wenn die noch mit da drin lebt und ich glaube schon, weil die hat da immer gelebt. Ja, irgendwo musst du ja mal raussetze dann, ne? Und dann noch mal Garnelen einsetze. Und mal gucken, ob die überleben. Das wäre natürlich vielleicht noch mal so eine Idee. Könnte ich die ja mal woanders parken. Aber wo? Im Filterbecken. Aber ja, so eine Krabbe ist dann immer so eine Sache. Weil die Anemone kriegst du ja auch nicht da raus, ne? Nicht so einfach. Das ist definitiv eine Sache. Es gibt Mittel und Wege. Dann musst du halt längere Zeit außerhalb des Wassers bleiben. Dann löst sich auch der Fuß. Aber du hast ja hier, das haben wir noch gar nicht gesagt, das ganze, der komplette Aufbau ist ja EPO, ne? Ja, EPO der zweiten Generation, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, nee, nein, ich hatte das erste noch. Stimmt. Und der Sven hatte dann das zweite. Weil wir das mal so verbieten. Aber das Riff ist ja im Prinzip von oben dann noch zusätzlich erweitert worden. Oder ist das Material von Sven? Nee. Ich hatte Epo-Reef auch im 170er und dann habe ich noch Neues dazu gekauft. Und bist zufrieden? Keine Probleme? Nee, gar nichts. Was soll ich sagen? Wenn ich das erzähle, dann heißt es, ich bin gesponsert. Nee, ich habe wirklich, also schon im 170er, ja, ich hatte so eine leichte Bakterienblüte. Okay, das ist ja eigentlich Standard. Aber das hatte ich dann mit dem UV auch direkt wieder hinbekommen. Da hatte ich nämlich noch kein UV, seitdem habe ich tatsächlich einfach immer UV laufen. Und jetzt hier, klar, ich habe natürlich auch meine alten schön bewachsenen Steine ja alle mit ins Becken genommen und dann Neues dazu. Ja, okay, du hast ja den entsprechenden Grundstock an Biologie schon mit rübergenommen. Das hat super funktioniert. Also schön. Ich kann mich nicht beschweren. Das lief einwandfrei von Anfang an. Ja, und die Probleme kamen dann so nach anderthalb Jahren, also so. Ja, die klassischen, ne? Dann Meerwasserbecken ohne Probleme. Ne? Dann hast du mal die eine oder andere Glasrose oder dann das unerklärliche Euphilia-Phänomen, was auch immer es war, keine Ahnung. Das ist ja zu dem Zeitpunkt sowieso rund gegangen. Ja, aber so? Doch, sehr schön. Hat sich gut entwickelt. Ich war jetzt ja auch sehr lange, seit dem Umzug war ich ja nicht mehr hier. Hat sich wirklich sehr schön gemacht. Und ich muss echt sagen, schön, wirklich schön. Wenn ihr da draußen noch Fragen oder Ähnliches habt, schreibt es runter in die Kommentare. Wir werden darauf antworten. Ich werde nachfragen. Alles, was ich vergessen haben sollte, könnt ihr dann auch nochmal nachfragen. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr gerne. Dass du uns so ein kleines bisschen den Einblick in, ich sag mal, deine Karriere, deine Meerwasserkarriere und deinen aktuellen Stand hier gegeben hast. Und ja, ich werde definitiv weitermachen. Ich werde schauen, dass ich in der Umgebung, wohlgemerkt Umgebung, also noch weitere Aquarianer finde, um sie zu besuchen. Wenn euch das gefällt, schreibt es bitte auch unter in die Kommentare. Ihr wisst, der Kanal ist ein kleines bisschen abgerutscht. Das ist jetzt Werbung in eigener Sache hier. Däumchen nach oben wäre schön, Kommentar wäre schön. Teilt das Video nach Möglichkeit. Alles für den Algorithmus, damit der Kanal wieder dahin kommt, wo er vorher war. Und vielen lieben Dank, Nadine, dass wir hier sein durften. In diesem Sinne, tschüss Leute, bis zum nächsten Mal.